Willkommen zum zweiten Teil unseres Workshops zu Studiomonitoren und Raumakustik. Nach Teil 1 wisst ihr bereits, dass der Raum einen entscheidenden Einfluss darauf hat, wie eure Studiomonitore klingen. Um diese Raumeinflüsse zu reduzieren, gibt es SAM, Smart Active Monitoring. Ihr führt an eurem Hörplatz eine Messung durch. Jeder Lautsprecher gibt einen Sweep wieder, der über ein Messmikrofon aufgenommen wird. Die Einflüsse des Raums werden jetzt klar sichtbar. Achtet immer auf die rote Kurve. Auch die Position der Lautsprecher im Raum hat eine Auswirkung. So sieht die Einmessung aus, wenn der Lautsprecher in der Raummitte steht. Er ist also relativ weit von den Wänden entfernt. Trotzdem sieht man bereits den Einfluss von stehenden Wellen, sogenannten Raummoden, die sich zwischen den Wänden besonders im Bassbereich ausbilden und den Frequenzgang verschlechtern. Bestimmte Bereiche werden deutlich zu stark betont. Stellen wir den Lautsprecher jetzt direkt an der Wand auf, sehen wir Anhebungen im gesamten Bassbereich. Diese werden noch stärker, wenn der Lautsprecher in der Ecke aufgestellt wird. Jetzt wirken zwei reflektierende Wände. Kommen wir zur Aufstellung auf einer Tischplatte. Auch diese Fläche reflektiert den Schall und führt hier zu einer deutlichen Anhebung im Bereich der unteren Mitten. Ein interessanter Effekt lässt sich beobachten, wenn die Lautsprecher mit einem gewissen Abstand zur Wand aufgestellt werden. Je nach Entfernung kommt es jetzt zu Auslöschungen. Diese entstehen durch eine Überlagerung des Direktschalls mit dem von der Wand reflektierten Schall. Die Einbrüche werden noch verstärkt, wenn der Abstand zur Seitenwand identisch mit dem Abstand zur Rückwand ist. Auch der Fußboden und die Decke können zu Auslöschungen führen. Alles, was wir bisher beobachten konnten, ist der einfache Beweis, dass die Physik funktioniert. Um jetzt an unserem Hörplatz bessere, das heißt linearere Bedingungen zu erreichen, werden Filter in den Lautsprechern genutzt. Zu jeder roten Messkurve errechnet die GLM-Software passende Filtereinstellungen. Diese werden durch die blaue Kurve angezeigt. Und ihr seht, die resultierende grüne Kurve ist deutlich ausgewogener. Es werden dabei immer nur Frequenzbereiche abgesenkt. Ein Einbruch lässt sich nicht dadurch kompensieren, dass der Lautsprecher in diesem Bereich mehr wiedergibt. Dieses Mehr beeinflusst dann nämlich auch wieder die Reflexion. Es wird mehr wiedergegeben und mehr reflektiert. Am Hörplatz bleibt also weiterhin ein Einbruch durch Auslöschung. Wollt ihr solche Einbrüche vermeiden, hilft nur eine veränderte Aufstellung oder akustische Maßnahmen durch Absorber oder Bassfallen. Ein einmessbarer Lautsprecher sollte also immer wandnah aufgestellt werden, da man die Anhebung gut kompensieren kann. Ein Einbruch durch Rückwandreflexion lässt sich dagegen nicht ausgleichen. Die Einmessung liefert euch also eine wesentlich verbesserte Grundlage, um ausgewogen abzuhören und damit Mischungen zu erstellen, die auf vielen Systemen in unterschiedlichen Räumen funktionieren. Informationen zu Genelecs SAM-Technik und den SAM-Lautsprechern und Subwoofern findet ihr unter audioexport.de. Meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Fragen habt.